nicht. Lebenskrafttrank. Rückenscheide. Der grässliche Name dieser Waffe geht auf die Vorliebe seines ersten Besitzers zurück, sie seinen Feind in den Rücken zu jagen. Wird wahrscheinlich besser sein als der Dolch. ETW Bonus minus 5? Okay. Gut. Wie lautet deine Aufgabe? Du halt dich jetzt mal. Vita! Lass dich von mir weg! Es soll geschehen! Ist etwas nicht in Ordnung? Du halt dich. Vita! Wie kann ich helfen? Einverstanden! Oh, ein Schutz vor Giften. So, sonst liegt nichts mehr hier rum. Und das müsste Schutz vor Gift sein. Und das ist ein Heilungselixier. Kannst du das entkennen? Nein. Dann kommt das erstmal hier rein, weil brauche ich jetzt gerade nicht identifizieren. Dein Befehl in Ordnung. Wir sollten eigentlich jetzt alle Echsen hier erledigt haben. Und ja, ich glaube, es waren nur zwei von den starken Echsenmenschen. Immer alles. Gut. Monster herbeirufen. Oh, Feuerball. Edelsteinchen. Nochmal Gegengifte. Sind das 7 Meilenstiefel? Nein. Stiefel des Fuchses. Ja, also sind 7 Meilenstiefel. Mit etwas besser. Kriegst einfach du mal. Ja, wenn sie jetzt wirklich Hast hätte, wäre das richtig, richtig praktisch. Ja, in Ordnung. So. Alles andere haben wir verteilt, ja. Feuerball. Wäre er jetzt ein Magier, würde ich ihm den Feuerball beibringen. Worum haben... Sofort! Oh, danke, danke. Zeit, mir ein paar Echsenstiefel zu machen. Ha, das wird Ihnen eine Lehre sein. Danke, dass ihr dafür gesorgt habt, dass ich kein Skelett werde. Yeah, yeah, yeah. Ihr habt sie getötet, ihr habt es wirklich getan, haha. Sag gewiss. Ja, wir haben den Ex-König getötet und damit die Dorfbewohner gerettet. Wie kann ich helfen? Weiter! Ich frage mich, was mit dem Elf passiert ist, der versucht hat, uns zu helfen. Ja, oder auch Zeit, man hätte meinen können, ihr baut einen Eisschuss, bevor ihr die Ex-Menschen besiegt habt. Ich wäre fast gestorben, wisst ihr. Danke, dass ihr uns für diesen ekligen Echsen gerettet habt. Ich gehe jetzt heim, leb wohl. Ah, cool, sie gehen. Ja, Nachdem wir den Echsenkönig getötet hatten, fanden wir ein kleines Mädchen vor einer Rampe, die auf eine tiefere Ebene von Drachenaugen führt. Sie bedankte sich bei uns, dass wir die Ex-Menschen getötet hatten und sagte, sie wolle jetzt nach Hause gehen. Mhm. Level-Ups für 3 Charaktere. Stufenerhöhung. Ein Priesterzauber des 1. Grades, Hand auflegen, Trefferpunkte.
Ein Punkt in Langschwerter wahrscheinlich, ja. So, Stufenerhöhung. Zusätzlicher Priesterzauber ersten Grades, ja. Katana. Weil hier unten können wir keinen Punkt mehr reingeben, nein. Also, Katana lernt sie jetzt noch. Stufenerhöhung. Eine zusätzliche Waffenfähigkeit geht natürlich in die Hellebarde. So. Ja, Krislaks Schwerte sind Zweihänder, der einfach zu schade ist zum Verkaufen. So, und ihr könnt jetzt Priesterzauber. Da deine Weisheit nur 15 beträgt, nur einen. Segen, Fluch. Rüstung des Glaubens. Die Rüstung besteht aus magischer Energie und absorbiert einen Teil des Schadens des Anwesens normalerweise allein. Würde. Beim Kleriker der ersten Stufe absorbiert die Rüstung 5% deines Schadens. Alle 5 Stufen steigt die Schutzwirkung um weitere 5 Punkte. Heiligtum, furchtbar. Verderbensschauberstein, Böses entdecken. Befehl. Zeitaufwand 5. Nehmen wir das einfach mal, die Rüstung. Schaden kann sie nicht. Und bei dir? Wäre eigentlich Verstricken das Beste. Sengende Sonde. Nein, sengende Sonne. Das ist ein sehr netter Zauber. Dein Befehl? Weiter! So, und damit haben wir schon die erste Ebene abgeschlossen. Das heißt, wir können Quick Save machen und hier rasten. Ich mach's so schmerzlos wie möglich. Das können wir übrigens auch mal aus Spaß gucken. 8, 11. 11, 11. So wären es 13. So sind es 11. Ja. Ja. Und nächste Nacht. Oh, ja. Es soll geschehen. Sag, was du gewiss. Auf in den Sieg! Wie kann ich helfen? Ja. Diesen Tod. Nächste. Eine Chance, dass wir gewalttätig werden müssen. Was ist, so soll es geschehen? Ich schlag dich in den Stecker. So, dürfen wir jetzt. Also natürlich erstmal alles noch aufsammeln, was hier rumliegt. Dein Befehl? Kommt her, wenn ihr euch traut! Ich brauche, kann ich helfen? Ich werde mich darum kümmern. So, dürfen wir dann langsam mal? Ja. Gut. Sofort. Das heißt, wir können runtergehen.
In Ordnung. Und haben die zweite Ebene entdeckt. Werden hier auch gleich schon schön begrüßt. Ich höre, wenn es sein muss. Und noch mehr Echsenmenschen. Ja, hier sind schon wieder Spinnen und noch mehr Bombardierkäfer. Da ist eine ganze Horde Bombardierkäfer. Okay. In der Richtung haben wir CX-Menschen. Okay, an den kommen wir leider. Na doch, kommen wir vorbei. Okay, hier sind normale Trolle. Trolle und Spinnis. Troll. Geisterspinne Troll. Sag, was du von mir willst. Euer Leben ist vernacht. Verstanden. Ja, CX. Wie kann ich helfen? Vorwärts. Brauchst du mich? Ja, mittelschwere Wunden, nein, und mittelschwere Wunden, nein. Also einer von den beiden ist irgendwie nachträglich reingekommen. Was? So soll es geschehen. Dein Befehl? Sterb! Ich schlage so, auf den Stecker. Auf den Troll können wir theoretisch jetzt einhauen, bis wir schwarz werden. Aber ein Troll zu töten. Natürlich! Gibt's nur diese Möglichkeit. In Ordnung! Sag, was du von mir willst. Sofort! Wie lautet deine Aufgabe? Vita Modus! In Ordnung. Wie kann ich helfen? Woran? In Ordnung. So, jetzt kommt wieder das mit den Bombardierkäfern. Tach. Dein Befehl? Euer Leben ist verwirrt! Ich höre, wenn es dein Befehl. Ja, Phasenspinnen heißt nicht umsonst Phasenspinnen. Phasenspinnen laufen nämlich nicht, sie porten sich einfach. Werde Zeugen wahrer Macht. Ja. Ah! Kommt her, wenn ihr euch traut. So. In Ordnung. Was? Wenn es sein muss. Solange ich die Bombardierkäfer einzeln anlocken kann, ist das nicht mal so schlimm. Was ist los? Wenn es dein Wunsch ist. Wenn ich aber gegen eine ganze Horde so wie oben kämpfen müsste. Oder sie einfach kiten können.
Oder sie dann einfach... Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Betäuben. Dann ist es natürlich doof. Ist etwas nicht in Ordnung? Vita Mortis. Wenn es sein muss. Kann ich helfen? In Ordnung. Ich höre, ist das alles? So, wie groß ist die Gruppe hier noch? Immer noch 3 Stück.